Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem ganz kurzen Informationsvideo zu einem Fire TV Fernsehgerät, in diesem Fall von Grundig. Ihr könnt diese Informationen aber prinzipiell auch auf jedes andere Fire TV Gerät von anderen Herstellern anwenden. Ich möchte euch heute nämlich mal kurz zeigen, wie ihr Medien von einem USB-Speicher, zum Beispiel einem USB-Stick, einer Festplatte oder sowas wiedergeben könnt. Das können Fotos, Videos oder natürlich auch Musik sein. Dazu schließt ihr den USB-Speicher natürlich erstmal logischerweise an einen der drei USB-Anschlüsse auf der Rückseite des Fernsehers an. Dann bekommt ihr auch direkt eine Meldung unten rechts angezeigt und könnt, wenn ihr schnell genug seid, den Speicher sofort mit der Kontextmenü-Taste aufrufen, die Inhalte euch anzeigen lassen. Wenn ihr nicht schnell genug seid, dann geht ihr auf den Home-Bildschirm mit der Home-Taste auf der Fernbedienung, wie ich jetzt hier, geht dann ganz nach links hier zu den Eingängen und habt dann hier unten den Media Player sichtbar. Der ist normalerweise, wenn ihr kein USB-Gerät angeschlossen habt, ausgegraut, könnt ihr nicht auswählen. Jetzt ist er aktiv, den könnt ihr also mit OK starten. Dort müsst ihr bei der ersten Verwendung erstmal die Rechte einräumen, hier für das Fire TV-System auf die Fotos und Medien zuzugreifen. Das müssen wir auf jeden Fall tun, damit das funktioniert. Und ja, dann sehen wir jetzt schon unsere Dateien auf diesem Speicher drauf. Videos, Fotos und auch einige Musikdateien sind das. Die können wir jetzt ganz oben nach Kategorien sortieren. Wenn ich mal nach rechts gehe, dann werden uns nur die Videos angezeigt oder nur die Bilder oder nur die Audiodateien. Schaue ich mir zum Beispiel mal ein paar Bilder an, dann gehe ich runter mit dem Richtungstaster, zum Beispiel hier auf das erste Foto, und kann das dann mit der OK-Taste mir anschauen. Zum nächsten Foto geht es erwartungsgemäß mit der rechten Richtungstaste. Da kann ich dann ja schön durch meine Sommerbilder hier von unserem Pool durchscrollen. Für eine Diashow könnt ihr zum Beispiel die mittlere Taste jetzt drücken, dann bekommt ihr hier auch schöne Übergangseffekte. Und ja, er zoomt da so ein bisschen durch und zeigt uns jetzt die Bilder ganz selbstständig. Die Einstellungen, die können wir gleich auch noch festlegen. Übergangszeit, Effekte und so weiter. Ich gehe mal auf die Zurücktaste, dann kommen wir nämlich hier wieder zur Übersicht und starten nochmal ein Video. Zeig mir nochmal eben die Videos an, genau so. Das müsst ihr oben eben immer auswählen, den entsprechenden Medientyp. Oder euch natürlich auch alle Dateien anzeigen lassen. Da habe ich hier mal einige meiner YouTube-Videos mit auf den USB-Speicher draufgenommen. Die könnt ihr hier starten. Das sind in dem Fall MP4-Dateien. Und dort müsst ihr dann aber zum Spulen jetzt tatsächlich die wirklichen Vorwärtsspulen-Tasten gedrückt halten. Das ging schnell, das war ein sehr kurzes Video. Ja, das geht nicht mit den Links- und nach rechts-Tasten auf der Fernbedienung. Die holen sich nämlich tatsächlich die nächste Datei, wie auch gerade bei der Diashow mit Standbildern. Audio-Wiedergabe geht natürlich auch, habt ihr gerade schon gesehen. Insbesondere dann natürlich interessant, wenn ihr über den optischen Audioausgang an eurem Fernseher eine Soundanlage angeschlossen habt. Ansonsten macht man das wahrscheinlich eher nicht mit den TV-Lautsprechern. Wenn wir eine Diashow gestartet haben, wie gesagt, durch Drücken der mittleren Steuerkreuztaste oder auch durch Drücken der Play-Taste geht das auch, dann können wir mit der Kontextmenü-Taste, die mit den drei Strichen, noch, ja, wie gesagt, sagte ich euch gerade schon, einige Einstellungen für die Diashow auswählen, zum Beispiel die Übergangseffekte und auch die Anzeigezeit. Ja, das soll es gewesen sein zur Verwendung von USB-Medien, da gibt es eigentlich nicht allzu viel zu sagen. Hoffe, das hat euch weitergeholfen, ihr habt alle Optionen finden können, die euch vielleicht entgangen waren. Falls ihr euch für weitere Informationen, insbesondere zur ganzen Ersteinrichtung, zur Inbetriebnahme, zum Aufbau auch der Standfüße und sowas alles interessiert bei diesem Fire TV Fernsehgerät von Grundig in diesem Fall, dann schaut gerne unten in der Videobeschreibung, da habe ich noch weitere Videos zu dieser Thematik verlinkt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen Tag, eine gute Nacht, was auch immer ihr gerade so Feines treibt, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.